Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Enderal. Und ich habe heute für euch was ganz Besonderes vorbereitet, denn ich habe tatsächlich mal meinen ganzen Shit verkauft. Ist das nicht toll? Ich habe ein Gewicht von 18, das nahezu lächerlich ist. Ich habe den Bogen hochgeskillt. Wir haben jetzt Fernkampf von 99, knapp 100. Das ist schon echt cool. Ich habe Schlossknacken auf 42 geholt und ich habe immer noch 68 Lernpunkte und 128 Handwerkspunkte. Ich weiß nicht, was Nugget meinte. Ich habe überhaupt gar kein Problem. Ich habe sogar zu viele Lernpunkte. Ich kann sie gar nicht alle ausgeben. Naja, jedenfalls, ich habe die Leichtrüstung auf 83 gepusht. Schleichen ist immer noch gleich. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen Schleichen skillen können, aber ich dachte mir, ja, pff, ich habe jetzt sowieso kein Geld mehr, denn ich habe 20.000 ausgegeben, um Fernkampf auf 99 zu kommen, denn ein Buch hat knapp 1000 Goldmünzen gekostet und ich habe 20 Bücher gekauft. 20.000 weg. Naja, ich bin jetzt arm, wir sind höchstwahrscheinlich sehr stark, das werden wir jetzt herausfinden, indem wir erstmal gar nicht das hier, ne? Ja. Schatten des Windes und mystischen Bogen machen. Wir haben jetzt einen Angriff von. Ich habe keine Waffe dabei. Könnt es einfach nicht sehen. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Nicht hingucken. Nein. Böse Wache. Gib mir dein Schwert. Gib mir dein Schwert. Wie viel Prozent sind das denn? 0% zum Stehlen. Ach du Scheiße. Ich brauche jemand anderen, dem ich die Waffe klauen kann. Wie sieht's bei dir aus? Eine Fackel. Reicht eine Fackel? Nein. Jetzt habe ich ihm die Fackel geklaut. Hey, du, bleiben Sie stehen. Du hast ein Silberschwert dabei mit 34% Stehlen. Das reicht mir vollkommen aus. Ich brauche nur dein Schwert, Mann. Ich brauche nur dein Schwert. Dankeschön, mehr wollte ich gar nicht. So, jetzt kann er sich nicht mehr verteidigen, ist mir scheißegal. Wir haben einen Angriff von 153. Alter Schwede. Wenn wir das anziehen, haben wir einen Angriff von 16. Warum auch da immer minus 37 steht, egal. Aber ich habe noch was anderes für euch, und zwar habe ich den beschworenen Bogen Rang 5 gekauft. Tatsächlich hat ihn jemand verkauft. Zack. Wir werden alles wegklatschen, was kommt. Alles wegklatschen. Das wird schön. Wo ist er denn? Was bist du? Ach, so ein Ding hier, ne? Geschworener Bogen. Ha. So, werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil wir keinen Mana haben. Wir müssen noch mal ganz kurz warten, bis wir mal genug Mana haben. Aber, ach, oh, es geht. Ach, verdammt. So. 100 fucking 76. 176 Damage, alter Schwede. Ja, sprechen wir jetzt mit Jasper, aber vorher. Das musste sein. Peter, schön dich zu sehen. Na, wollen wir es angehen? Der Großmeister meinte, heute Abend sollte Scharim etwas vorzuweisen haben. Die folgende Entscheidung leitet Ereignisse ein, die zum Ende des Spiels führen. Falls ihr noch etwas in der Spielwelt zu erledigen habt, so solltet ihr dies davor tun. Ich habe gerade gespeichert. Obwohl, warte noch kurz. Wir machen einen richtigen Speicherstand. Weil wir noch erkunden wollen. Und ich weiß nicht, ob wir danach noch erkunden können. Neuer Speicherstand. Ich bin bereit. Gehen wir ins Emporium. Na schön. Dann lass uns noch bis Einbruch der Dunkelheit warten. Er wird uns sicher gleich zu sich rufen. Oh, wir kriegen das Ende des Spiels? Na dann, geh vor. Krass. Krass, krass, krass. Haben wir es also fast geschafft. Dann, wenn bald die Erkundung losgeht, und ich habe euch ja gefragt, ob ihr Erkundung möchtet, und ihr habt gesagt, ja, bitte, please, Zero, ich fliehe dich an. Und dann dachte ich, ja, komm, ich zeig mich mal gnädig. Und ja, wir machen Erkundung, weil ihr ja wollt, dass ich Erkundung mache. Also erkunden wir.
Vielleicht kriegen wir die allererste Quest, die wir bekommen haben, mal hin. Mal fast zum Gruß. Prophetin, es gibt gute Nachrichten. Die Erzmagister haben die Karte der Sternlinge entziffern können. Und wir wissen jetzt, wo die Stadt der 1000 Fluten ist. Und wo? Das wollte uns Charim gerade erklären. Wir haben noch auf euch gewartet. Charim? Prophetin? Natürlich. Ihr wisst ja bereits, dass Vin zu Zeiten der Pyrrhäe ein einziges verbundenes Land war, das erst in unserer Ära durch den Sternenfall nach Asatorons Wahn geteilt wurde. Dieses Land hieß Pangora. Und die Pyrrhäer beherrschten es von dem Fleck, den wir heute als Kile kennen, bis hierher nach Enderal. Kurz gesagt, es war ein Weltreich. Bislang dachten wir immer, dass sich die Stadt der 1000 Fluten irgendwo im Zentrum Pangoras befand. Wir lagen falsch. Die geheiligte Stadt liegt hier, in Enderal. Hier? Hier, unter unseren Füßen, um genau zu sein. Unter Ark? Ja. Wir wissen nicht, ob es Zufall war, dass die ersten Pioniere ausgerechnet hier das Fundament gelegt haben, aber den Königsberg hat es schon damals gegeben. Und genau hier stand einst die Hauptstadt der Pyrrhäer. Nur, dass sie jetzt verschüttet ist. Daher auch all die pyrrhäischen Ruinen in der Unterstadt. Aber wenn das stimmt, wie kann es sein, dass all die Jahrhunderte über unentdeckt geblieben ist? Es gab doch Expeditionen in die Unterstadt. Der Unsterbliche! Oh, geht das dahin endlich? Kaum. Archäologie war nie eine große Priorität des Ordens. Und selbst wenn ein Geldgeber die Mittel für eine solche Expedition hätte stellen wollen, hätten ihn die Gefahren der Unterstadt abgeschreckt. Die Ralata spielt nach ihren eigenen Regeln. Aber im Grunde ist das nun egal. Was zählt ist, dass die Stadt der 1000 Fluten unmittelbar unter unseren Füßen liegt. Und sie sollen, was, und wie sollen wir dort hinabkommen? Wenn die Unterstadt Wenn die Stadt verschüttet ist, würde sie freizulegen Jahrzehnte dauern. Was zum Teufel? Ich lese das nochmal vor. Sorry Leute, ich weiß keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Und wie sollen wir dort hinabkommen? Wenn die Stadt verschüttet ist, würde sie freizulegen Jahrzehnte dauern. Stimmt, aber es könnte einen anderen Weg geben. Kennt ihr diese Sage vom Schwarzen Wächter? Die Unterstädter glauben, dass es eine Art Dämon ist, der tief unter Ark haust. Ich denke, diese Schreie, die man von Zeit zu Zeit hört, sind die Klänge unterirdischer Flüsse und Wasserfälle, die durch Schächte und Gänge nach oben dringen. Und wo viele Schächte sind? Ist viel Luft. Da reichen die natürlichen Höhlen vielleicht noch viel tiefer als in die Unterstadt. In die Stadt der 1000 Fluten hinein. Oder das, was von ihr übrig ist. Alles, was wir tun müssen, ist einen brüchigen Punkt in der Wand finden. Mit etwas Glück kommen wir geradewegs in einen Schacht, der uns zum Herzen der Stadt führen kann. Dann brechen wir unverzüglich auf. Mit einer Armee dort unten anzurücken, macht keinen Sinn. Ich werde selbst hinabsteigen, mit der Prophetin. Und ihr, Charim und Dalvarek, begleitet uns. Prophetin, sprecht mit dem Erzmagister und lasst euch von ihm das Wort der Toten und die Kristallkapsel für den Numinos geben. Er ist am Leuchtfeuer. Sollten wir nicht etwas mehr Zeit in Planung investieren? Rüstet euch aus. Wir treffen uns am Tor zur Unterstadt. Okay. Es geht zum Unsterblichen. Endlich! Nach all den Jahren! Wir können endlich zum Unsterblichen gehen und ihn fertig machen. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe, ich kann ihn fertig machen. Falls ihn nicht jemand anderes irgendwie einfach wegzaubert. Du kannst jetzt in Ruhe frieren, ja. Ruhen. Ja, Spiel, ich würde gerne weitermachen. Ich liebe das, wenn das passiert. Ich weiß nicht, was genau das hier auslöst, dass er quasi nicht weiterkommt. Aber manchmal passiert das. So, wir müssen da hoch, ja? Dann gib mir mal das Wort des Toten und dann ab in die Unterstadt. Oh! Tod und Verderben. Wo ist er? Oh, ihr seid doch... Ach, egal. Wie kann ich euch helfen? Ich suche den Erzmagister. Er sollte eigentlich hier sein. Stimmt, war er auch. Aber er ist schnell etwas holen gegangen. Wartet doch einfach so lange hier. Ich muss sagen, dass es eine große Ehre ist, euch endlich von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können. Anfangs dachte ich, die Erhebung eines Fremdländers zum Hüter sei eine Sünde. Aber jetzt... Ach,
Ich danke Malphas oder wer auch immer euch geschickt hat, dass er es getan hat. Wir sind euch eine Menge schuldig. Wirklich. Dankeschön. So, ich tue, was ich kann. Danke. Ach, nicht doch. Sagt, darf ich euch etwas fragen? Was? Das Leuchtfeuer. Meint ihr wirklich, es wird funktionieren? Ich meine, ich bin nur eine Novizin. Aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann, wieso haben die Pyräer sich dann damit nicht retten können? Ich verstehe das einfach nicht. Da seid ihr nicht alleine. Aber wir haben nicht gerade viele andere Optionen. Wisst ihr, ich habe vor kurzem jemanden verloren. Es war Ninerimesen, unter dem Befehl dieses Schlechters Koarek. Meine Familie hatte einen kleinen Hof an der Küste. Und als die ersten Schiffe gelandet sind, bin ich zu ihnen geritten, um sie in die Stadt zu bringen. In Sicherheit eben. Was ist passiert? Ich... Verzeiht mir, das ist nicht einfach. Unser Haus liegt auf einer kleinen Klippe nahe der Bauernküste. Ein paar Meilen hinter dem Kornhof. Ich hatte schon von Anfang an so ein seltsames Gefühl im Magen. Aber als ich dann diese Rauchsäule aus der Ferne gesehen habe und diesen Geruch... Ein Geruch? Ja. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Er war einfach überall. Ich bin schneller und schneller geritten. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass das Haus brannte und gleich daneben auf dem Hügel drei brennende Kreuze standen. Meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester, sie... Sie lebten noch, wisst ihr? Und ich stand da und ich konnte nichts tun, versteht ihr? Nichts! Und es ist egal, wie ich es drehe und wende. Es läuft auf eines hinaus. Ich war einfach zu schwach. Ich war zu spät. Und ich war zu schwach. Euch wäre das nicht passiert, nicht wahr? Ihr hättet etwas tun können, oder? Ihr hättet sie retten können, so wie ihr uns retten werdet. Wenn ich doch einfach nur mehr wie ihr wäre, dann... Euer Fleisch. Ja, das ist es. Ich brauche einfach nur ein Stück von eurem Fleisch. Dann würde so etwas nie wieder passieren. Ja, der rote Wahnsinn hat sie erwischt. Bleibt, wo ihr seid. Aber wieso? Ist das denn so schwer zu verstehen? Ich will ja nicht viel, nur ein kleines bisschen. Aber ihr wollt nicht teilen. Das ist es doch, oder? Ihr wollt alles für euch, weil ihr eitel seid. Und in all eurer verdammten Eitelkeit kapiert ihr nicht einmal, wie aussichtslos diese ganze Sache doch eigentlich ist. Das Leuchtfeuer wird nicht brennen. Seht ihr es denn nicht? Tausende haben es vor euch versucht. Tausende, die genauso vermessen waren wie ihr und alle sind gescheitert. Wie hieß es so schön? Lasst euch doch einfach fallen! Denn das Licht wird euch ohnehin verbrennen. Es wird euch verschlingen, bis nichts mehr von euch übrig ist. Nichts mehr als verbranntes Fleisch. Schön knusprig und braun. Damit kennt ihr euch doch aus, oder etwa nicht? Prophetin! Bei Malphas! Wir müssen sie aufhalten, schnell! Was? Was habe ich euch getan? Verdammt, ich hab all meine Heiltränke verkauft. Genau, Tank für mich. Tanke! Gott. Lass dich doch treffen, Mann. Was war das? Beim Namen der Sonne. Sie waren besessen? Aber wie ist das möglich? Ich dachte, der Siegelstein beschützt uns. Scheinbar nicht. Was ist mit dem Leuchtfeuer? Natürlich, wartet. Oh. Hallo. Übrigens habe ich auch ein bisschen was zu essen geholt. Alles noch in Ordnung?
Der Schaden hält sich in Grenzen. Aber... Moment, was ist das für ein Lärm? Schreie. Die Stadt brennt. Oh, beim Namen der Sonne. Ich glaube, das solltet ihr sehen. Ich seh's doch. Soll ich jetzt runter? Gut, sag was. Was zum Henker ist hier passiert? Und was ist das für ein Lärm? Die Nerimesen. Sie sind in der Stadt, die ganze Armee. Was? Nein! Das ist nicht möglich! Das ist nicht möglich! Und hier? Was hat dieses Blutbad zu bedeuten? Ich weiß es nicht, Großmeister. Die Hohen haben es irgendwie geschafft, diese Hüte hier zu übernehmen. Und sie wollten das Leuchtfeuer zerstören. Was? Aber der Stein, das ist... Großmeister, ihr müsst das sehen. Was? Dass die Nerimesen in der Stadt sind? Das weiß ich bereits. Nein, wir wissen, wie sie es geschafft haben. Die Truchesse hat uns verraten. Nein. Unfug. Nein, sie und fast ein Drittel unserer Leute. Sie sind Batars Beispiel gefolgt. Kommt, hört es euch selbst an. Okay, seine Geliebte hat ihn einfach mal verraten. Ja, die Person ist beschäftigt, cool. Leute, kommt ihr? Vielleicht war sie auch von den Hohen eingenommen. Da, sie hat es überlebt. Augen auf, Verräterin. Was? Großmeister, ihr... Es tut mir so leid. Das hätte nicht so kommen sollen, wir... Ich... Beruhigt euch und erzählt, was geschehen ist. Die Truchessa, sie... Sie hat mit Korek Kontakt aufgenommen und ein Gespräch gefordert und... Sie verblutet, Großmeister. Wir müssen sie ins Lazarett bringen. Das werden wir, wenn wir fertig sind. Fahrt fort. Die Truchessa hat sich also mit Korek getroffen. Was wollte sie? Sie... Sie bot ihm die Stadt an, wenn er als Gegenleistung niemanden töten würde. Sie hatte den... Diesen Stein, wisst ihr... Den Siegelstein, der uns vor den Hohen schützt. Gorek hat eingewilligt. Aber als die Tore geöffnet waren, hat er... Alle töten lassen. Ja. Hat die Truchesser einfach, obwohl sie sich an die Vereinbarung gehalten hat. Und dann sind sie in die Stadt gestürmt und beim rechten Weg, was haben wir getan? Was haben wir nur getan? Bringt sie ins Lazarett. Ja, jawohl, Großmeister. Lerell, Jetta, bringt mir eine Trage, schnell. Wartet, ihr müsst mir verzeihen. Wir wollten nur das Beste, versteht ihr? Lasst mich nicht als Wegelose sterben. Das... Ich vergebe euch. Ja. Ja, Meister. Danke. Ja, tot. Okay. Meine Theorie war eher anders, dass die andere quasi die Hohen rausgelassen hat. Großmeister? Wir sind nicht viele, aber wenn wir es geschickt anstellen, könnten wir die Nerimesen zurückdrängen. Könnten wir nicht. Hier oben haben wir gerade mal 5 Dutzend und die Nerimesen sind zu Tausenden. Und sowohl unser Brandöl als auch das Schwarzpulver befindet sich unten in der Kaserne. Dann ist der Krieg verloren. Was?
Reißt euch zusammen, verdammt nochmal! Nichts ist verloren! Alles, was wir tun müssen, ist die Nerimesen wieder aus der Stadt vertreiben. Wie genau sollen wir das tun? Indem wir die Feuerspucker mit Zuckerminze beladen und die Nerimesen mit Kräuterbällen beschießen? Ihr Elender! Ruhe! Merayil und Sharim haben recht. Ark ist verloren. Aber der Krieg gegen die Hohen nicht. Noch ist das Leuchtfeuer intakt. Und das wird es auch bleiben, solange wir den Tempel halten. Und alles, was uns nun noch fehlt, ist der Numinos. Wir werden das Leuchtfeuer entzünden. Und dann? Ich glaube nicht, dass Korek besänftigt abziehen wird, wenn wir die Hohen und damit seinen Aufstieg für immer unmöglich gemacht haben. Das wird er auch nicht. Und deshalb werden wir kapitulieren. Was? Es ist die einzige Möglichkeit. Wie ich der Trochessa sagte, diese Schlacht geht um mehr als nur um uns. Wenn wir uns hier und jetzt ergeben oder uns in dem Schlachtfeld dort unten töten lassen, wird Korek das Leuchtfeuer zerstören und die Läuterung geschehen lassen. Und dazu darf es nicht kommen. Deshalb werden wir den Numinos finden und das Leuchtfeuer entzünden und uns anschließend ergeben. Und was? Auf Gnade hoffen? Was Korek darunter versteht, hat er ja bereits demonstriert. Ich hoffe nicht auf Gnade. Wir werden sterben. Aber es gibt keine Alternative. Korek ist nicht Manns genug, selbst an der Schlacht teilzunehmen. Und die einzigen, die wir dort unten töten würden, wären verblendete Infanteristen. Ihr Tod wäre so sinnlos wie dieser ganze Krieg. Sind die Hohen besiegt, können wir gehen. So einfach ist es. Aber nein! Wir sind Krieger und wahre Krieger kämpfen. Das habt ihr selbst. Wahre Krieger stellen Fragen. Wie die, wann aus dem Kampf für Ideale nichts als ein Kampf für seinen eigenen Stolz geworden ist. Was dort unten, Kommandantin, das sind nichts als verblendete Schlechter. Und wir sind mehr. Aber ich werde euch nicht aufhalten. Sobald das Leuchtfeuer entzündet ist, steht es euch allen frei zu gehen. Aber nun werdet ihr diesen Ort verteidigen, während wir den Numinos suchen und finden. Erzmagister, habt ihr das Wort der Toten? Ja, habe ich. Aber wie wollt ihr von hier aus in die Unterstadt gelangen? Das überlasst mir. Kommandantin, versammelt die verbleibenden Wächter. Ich werde eine Ansprache halten. Okay. Ich habe aus Versehen meine Waffe die ganze Zeit gezogen, weil ich gerade irgendwie Schmerzen an meinem Finger hatte. So. Und jetzt? Gib mir doch einfach dieses scheiß Drecksding, ich geh nach unten und dann ist gut. Dieser Unsterbliche, ist der vielleicht ein Hoher? Ein verbannter Hoher vielleicht? Oder das, was von ihm übrig ist? Könnte auch sein. So. Leg los. Gut. Bin hier. Wir sind alle hier. Ihr alle wisst, was geschehen ist. Wir wurden verraten von unseren eigenen Brüdern und Schwestern. Doch während ich spreche, herrscht dort unten Krieg. Der Hass der Nerimesen richtet sich nicht nur auf uns. Sie töten alle, weil wir in ihren Augen verblendet sind. Und egal, was wir tun, wir werden sie nicht aufhalten können. Ich weiß, was ihr nun fühlt. Ihr fühlt Wut auf sie und auf die in unseren Reihen, die uns das angetan haben. Aber damit tut ihr ihnen Unrecht, denn sie wollten uns beschützen bis zum bitteren Ende. Selbst Korek und seine Soldaten sind frei von Schuld. Ja, sie mögen kurzsichtig und verblendet sein, aber auch sie taten das, was sie für das Richtige hielten. Falls etwas wie Schuld existiert, dann trifft sie einzig und allein die Hohen. Sie, Brüder und Schwestern, sie sind es, die all das zu verantworten haben. Sie haben weder Mitgefühl noch Verstand und ihr einziger Daseinszweck ist unsere Vernichtung. Sie sind Feiglinge, die uns aus dem Verborgenen gegeneinander ausspielen wie Marionetten. Und sie glauben, dass sie uns in die Knie zwingen können wie all die anderen. Aber das wird ihnen nicht gelingen, weil wir noch hier sind. Wir sind noch hier und wir werden uns nicht brechen lassen. Und wir haben das Leuchtfeuer, das einzige, das imstande ist, diesen Wahnsinn zu beenden. Und genau das werden wir tun. Danach
steht es euch frei zu gehen. Flieht, kämpft, tut, was ihr für richtig haltet. Ich selbst werde mich ergeben, weil jeder vergossene Blutstropfen, wenn die Hohen besiegt sind, hinfällig wäre. Und selbst wenn die Nerimesen mich töten, wird mein Tod ein Zeichen sein. Und zwar eines, das Korek nie verstehen wird. Nämlich, dass aus Hass nur Hass entwächst. Das ist es, was uns die Geschichte der Menschheit lehrt und was die Hohen stark macht. Steht bei mir, wenn der Moment gekommen ist oder geht. Aber bis dahin kämpft und ehrt all die, die bereits ihr Leben lassen mussten. Ja! Du bist mein Licht. So, bald dich. Reden wir oben. Ja, dann los. Also meine Theorie war es, dass diese Hüterin, die quasi gerade von den Hohen Besitz ergriffen wurde, sie hat ja gesagt, sie ist rausgelaufen zu ihrer Familie. Vielleicht wurde sie da schon infiltriert und ist sie wiedergekommen und hat die Truchessa und so weiter und dann hat sie sich gedacht, YOLO, ich mach mal die Tore auf. Ja, das wäre meine Story. Vielleicht nicht ganz so nach einem Experten erklärt, aber so in etwa könnte es abgelaufen sein, dass sie vielleicht auch von den Hohen Besitz ergriffen wurde. Aber man weiß ja nie. Oh, Freunde. Ach, die Zeit. Freunde, wir sehen uns morgen an einem neuen Tag wieder und dann werden wir das Ende der Welt einleiten. Haut rein. Und falls euch die Folge gefallen hat, ein Däumchen würde mich freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.